Ein herzliches Willkommen auf meinem YouTube-Kanal, der Herbert kocht. Brot backen tut man ja in dieser Zeit ganz gerne. Heute möchte ich mit euch ein Baguette zubereiten. Ja, gehen wir's los. Und nun, was brauchen wir dazu? Alle Zutaten wie Mehl, Zucker, Trockenhefe, Salz, etwas Olivenöl und lauwarmes Wasser. All diese Zutaten gebe ich jetzt in eine Ölschüssel. Und verknet diese zu einem glatten Teig. So, nachdem dieser jetzt glatt gerührt worden ist, nehme ich diesen Teig jetzt heraus. Deck diesen jetzt zu und lassen bei 40 Grad etwa 30 bis 60 Minuten gehen. So, nach der Gehzeit wird nun die Arbeitsfläche bemehlt und der aufgegangene Teig herausgekippt. Diesen nochmal kräftig durchkneten. Zu einem Baguette formen. So, Baguette nun in eine Baguette-Mulde legen. Natürlich kann man es auch auf Backblech geben. Ich verwende hier eine Baguette-Mulde. Einschneiden mit einem scharfen Messer. Mit Wasser nochmals bestreichen. Eventuell mit Mohn oder mit Sesam bestreuen und nochmals eine halbe Stunde gehen lassen. Nun ist die halbe Stunde vorbei. Ja, unser Paket ist schon schön aufgegangen. Jetzt werden wir den Backofen auf 180 Grad heiß Umluft stellen. Bevor ich es in den Backofen gebe, gebe ich noch ein bisschen Wasser drauf. In den Backofen. Nun, nach einer halben Stunde schaut ihr unser Baguette schon sehr schön aus, großzügig aufgegangen. Gute Zunge. Wir nehmen es jetzt heraus und genießen dieses gut aufgegangene Stück. Ja, ich wünsche euch alles Gute beim Nachbacken. Probiert es. Es ist an und für sich keine Hexerei. Es ist schnell zubereitet und frisch genossen. Wird es euch super schmecken. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder.